Es geht darum, in 30 Minuten das Thema Multiprojektmanagement mit Microsoft Project kennenzulernen. Wir haben jetzt hier zwar geschrieben Microsoft Project 2013, aber das, was ich jetzt hier vorstelle, bezieht sich genauso auf das Werkzeug Microsoft Project 2010. Sieht halt optisch ein bisschen anders aus. Ein paar Worte zu Solven. Ganz kurz, wer uns noch nicht kennt, die Firma Solven beschäftigt sich mit dem Thema Projektmanagement und hier mit dem Fokus Projektmanagement, Abbildung oder Projektmanagement Durchführung auf Basis von einem Werkzeug, hier natürlich auf Basis von Microsoft Project. Wir sind Microsoft Project Partner, wir haben einen Bereich Consulting, wo wir uns mit den Themen Strategieberatung, Definition, Optimierung von Prozessen beschäftigen, aber natürlich auch mit der Einführung von Werkzeugen. Wir haben einen Bereich Lösungen, wo wir eigene Lösungen für das Thema Microsoft Project, Project Server und Office SharePoint entwickeln. Und wir haben einen Bereich Service und Support, wo wir unsere Kunden unterstützen im Bereich des Betriebs eines Projektsystems auf Basis von Microsoft Project und Project Server. Das die Informationen zum Unternehmen, alles weitere finden Sie bei uns auf der Internetseite. Dann ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich selbst beschäftige mich seit 1990 mit dem Thema Microsoft Project, habe mit der ersten Version für Windows angefangen, bin Fachbuchautor für zwei Bücher, einmal zum Thema Microsoft Project 2010 und jetzt ganz aktuell zum Thema Microsoft Project, zur Version Microsoft Project 2013. Und ganz wichtig, alles, was Sie jetzt hier in dem Webcast hören, können Sie auf Seite 318 im neuen Buch nachlesen, falls Sie das interessieren sollte, erschienen im Galileo Verlag. Ja, ansonsten bin ich hier aktiv bei Solven, der Firma, die diesen Webcast jetzt hier durchführt. Kommen wir zu dem eigentlichen Thema, zu den Beteiligten. Das heißt, der Projektleiter, der sich mit Microsoft Project beschäftigt, der sich mit sehr umfangreichen Projekten beschäftigt, steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht das Werkzeug Microsoft Project. Wir gehen hier im Webcast erstmal von der Version Microsoft Project Standard aus. Das heißt, Multiprojektmanagement mit Microsoft Project Standard, wobei die Unterschiede zu dem, wenn ich Microsoft Project Multiprojektmanagement mit dem Server betreibe, wirklich marginal sind. Das heißt, das, was ich jetzt hier lokal mache, kann ich genauso gut auch auf dem Server speichern und veröffentlichen. Das heißt, da ergeben sich aus dem Multiprojektmanagement keine großen Änderungen. Ich kann dann halt einfach über den Project Server das Ganze auch webbasiert bereitstellen. Gut, aber kommen wir zu der Agenda, mit der die jetzt grundsätzlich hier durcharbeiten möchte in diesen 30 Minuten. Ich möchte sprechen über die Ausgangslage und über Regeln für das Multiprojektmanagement. Ich möchte zeigen, wie man ein Multiprojekt anlegt. Ich möchte zeigen, wie man eine Verknüpfung zwischen Teilprojekten aufbaut. Und ich möchte auch nochmal eingehen auf das Thema Ressourcenmanagement in Multiprojekten. Und ich möchte hier noch zeigen, Verknüpfung zwischen Einzelprojekten. Und im Abschluss möchte ich gerne noch einfach mal eine Bewertung vornehmen. Das heißt, was kann das Multiprojektmanagement und wo sind hier die Grenzen? Das Multiprojektmanagement ist eine Herausforderung, das kann man grundsätzlich schon mal sagen, wobei das geht natürlich auch für Microsoft Project. Das Werkzeug löst erstmal gewisse optimistische Einstellungen aus, gewisse Neugier, positives Denken. Es sieht aus wie Microsoft Office, ist auf den ersten Blick sehr, sehr einfach zu bedienen. Es kommt dann aber irgendwann eine allmähliche Ernüchterung auf. Das heißt, die Software ist doch recht komplex. Das heißt, ich komme hier doch manchmal an die Grenzen. Es gibt einen großen, großen Funktionsumfang und irgendwann passiert es mir halt auch, dass meine Termine nicht mehr stimmen. Hier verschieben sich Vorgänge von alleine, die Dauern oder die Arbeitswerte ändern sich. Das Ganze führt dann dazu, dass ich möglicherweise das Programm nur noch am Rande verwende, dass ich hier zwar schöne Balkenpläne erstelle, aber das Programm eigentlich nicht so nutze, wie es nutzen sollte. Und naja, irgendwann nehme ich mir vielleicht noch einen Praktikanten mit dazu, der mir hilft, meinen Plan leidlich zu pflegen. Und irgendwann breche ich alles ab mit Microsoft Project und fange an, hier mit Microsoft Excel wieder zu arbeiten. Das ist etwas, was wir natürlich verhindern wollen. Diese Herausforderung gilt auch für das Multiprojektmanagement mit Microsoft Project. Die Grenzen im Multiprojektmanagement sind eigentlich eher beim Anwender zu suchen als beim Programm selbst. Ich kann sehr, sehr komplex hier ein Multiprojektmanagement betreiben, aber es passiert auch sehr leicht, dass ich hier mit Microsoft Project irgendwann dann meinen Überblick verliere. Die Ausgangslage für Multiprojektmanagement mit Microsoft Project Server sieht so aus, dass ich zwei mögliche Ausgangslagen habe. Das heißt, die eine Ausgangslage lautet, ich habe sehr, sehr umfangreiche Projektpläne. Das heißt, der Plan ist umfangreich, sagen wir einfach mal über 400, 500, 600 Vorgänge, sodass es eine große Mühe macht, das Ganze in einem einzigen Projektplan zu verwalten, anzulegen und zu verwalten. Das heißt, ich kann hier den Projektplan entsprechend aufteilen auf mehrere Teilprojekte. Das ist die eine Variante.
Und die weitere Variante, die sinnvoll sein kann, ist, wenn ein Projektplan von mehreren Personen bearbeitet wird. Es ist in Microsoft Project, egal ob ich mit dem Server arbeite oder ob ich lokal arbeite, immer noch so, dass ein Plan ausgecheckt wird und nur von einer Person zurzeit bearbeitet werden kann. Das ist eine Grenze, die kann nicht überschritten werden. Und wenn ich jetzt die Situation habe, dass immer bestimmte Teile des Projektes von verschiedenen Personen bearbeitet werden sollen, ja gut, dann muss ich halt den Weg gehen und muss den Plan aufteilen. Dann können einzelne Teilprojektpläne von verschiedenen Personen bearbeitet werden. Wie sieht das Ganze organisatorisch aus? Ich habe es mal versucht, ganz einfach grafisch darzustellen. Ich habe einen sogenannten übergeordneten Plan, einen Multiplan, das Hauptprojekt, das steht über allem und in dieses Hauptprojekt werden dann einzelne Teilprojekte eingearbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt mal die Begrifflichkeit Programmmanager hier mit dazu nehme, ich bin jetzt derjenige, der ein großes Programm verwaltet, der den Überblick über alle Phasen des Projektes hat, aber auch über alle Aufgabenbereiche des Projektes, dann steht dieses Hauptprojekt über allem und in dieses Hauptprojekt werden dann verschiedene Teilprojekte eingefügt. Wir haben hier mal unsere Zeiterfassung TrackTimesheet als Beispiel genommen. Ich habe hier Teilprojekte für ein Formular, ich habe hier ein Teilprojekt für eine Tabellendarstellung, ich habe hier ein Teilprojekt für eine Stoppuhr, für eine Mobilvariante und für eine App. Das sind alles Teilprojekte, die von verschiedenen Personen bearbeitet werden können, fließen aber alle dann in das Programm ein. Das heißt, ich bearbeite übergeordnet das Hauptprojekt und sehe aber hier, was die einzelnen Projektleiter tun, kann aber jetzt auch diese einzelnen Projekte möglicherweise miteinander verknüpfen. Und da wird das Ganze dann ein bisschen spannender. Wie sieht das Ganze in Microsoft Project aus? Ich gehe mal hier auf die nächste Folie, die Sie jetzt sehen können. Das ist eine Multiprojektdarstellung. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ist es in der Tat. Das heißt, die Pfeile zeigen hier auf die Indikatorenspalte in Microsoft Project, wo Sie diese Project-Symbole sehen. Und das sind diese eingefügten Teilprojekte. Das heißt, übergeordnet habe ich ein TTS 2013-Projekt. Das ist das, was Sie oben in der Titelzeile des Programmfensters sehen können. Und hier in dieses Projekt, in diesem großen Projektplan sind einzelne Teilprojekte eingefügt, mit denen ich jetzt hier arbeiten kann, übergeordnet arbeiten kann. Und Sie können hier sehr schön sehen, dass ich von dem Vorgang Konzeption oben in dem Projekt TTS Form eine Verknüpfungslinie habe in das Projekt TTS Grid. Das heißt, ich arbeite hier an der Stelle mit einem übergeordneten Projektmanagement. Ich habe hier an der Stelle die Möglichkeit, Projektpläne miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich habe hier einzelne Vorgänge, die hier miteinander verbunden sind. Gut, das ist diese Darstellung. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt, wenn ich mit Multiprojekten arbeite, mit Multiprojekten oder mit solchen Hauptprojekten, Regeln zum besseren, für ein erfolgreiches Multiprojektmanagement. Wenn ich mit einem Team von mehreren Personen zusammenarbeite, das heißt mit mehreren Teilprojektleitern, dann sollte klar von vornherein definiert werden, wer macht was wann. Es sollten die Anwendungsfälle diskutiert werden bei Änderungen in den Teilprojekten. Das heißt, was passiert zum Beispiel, wenn sich mein Teilprojekt verlängert. Das kann Auswirkungen auf Folgeprojekte haben. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich aus meinem Teilprojekt Ressourcen fordere, die ich in einem anderen Teilprojekt bereits zugeordnet habe? Und ich habe einen weiteren wichtigen Punkt, der heißt hier ganz einfach an der Stelle Disziplin. Das heißt, ich muss schon von den Beteiligten hier irgendwo eine gewisse Disziplin erwarten in der Anwendung Microsoft Project, dass sich jeder hier an gewisse Regeln hält, wie mit Microsoft Project mit dem Multiprojekt gearbeitet werden soll. Das sind Regeln, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe hier noch eine Regel, direkte Kommunikation mit allen Beteiligten. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, die Beteiligten sollen hier natürlich auch außerhalb des Projektplans miteinander sich austauschen. Pardon, das war zu schnell. Sollen sich miteinander austauschen. Das heißt, ich kann nicht alles automatisieren hier auf irgendwelche Funktionen und Dialoge, die in Microsoft Project angezeigt werden. Nein, ich muss natürlich hier auch mich regelmäßig zusammensetzen. Das heißt, im Endeffekt kann man das Ganze so zusammenfassen. Ich brauche in Microsoft Project eine Projektorganisation, die sich hier auf die Organisation dieses Multiprojektes bezieht. Gut, ich komme dann mal zur Live-Demo und jetzt habe ich eine kleine technische Tücke. Ich versuche die mal kurz hier zu klären. Das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Augenblick, nein, das sieht nicht gut aus, da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Augenblick.
So, jetzt haben wir hier Microsoft Project. Ich hatte eigentlich einen Plan vorbereitet, aber der vorbereitete Plan taucht im Augenblick nicht auf. Ich habe hier Microsoft Project in der, ja, wie will ich sagen, einfach in einer nackten, nicht konfigurierten Version. Ich erfasse jetzt mal ein kleines Projekt, das nenne ich jetzt mal, da habe ich einen Vorgang Konzeption, einen Vorgang Planung, einen Vorgang Realisierung und dann baue ich mir nochmal einen Vorgang Modul 1, Modul, da war ich zu schnell, Modul 2, Modul 3 und Abschluss. Diese Vorgänge rücke ich hier kurz ein und jetzt setze ich alle Vorgänge nochmal auf die automatische Planung um, damit ich auf der rechten Seite auch die Vorgänge sehe. Jetzt erfasse ich hier mal eine Dauer bei Konzeption von 5 Tagen, 4 Tage, da spare ich mir die Dauer, 5, 4 und 4 Tage und dieser Vorgang dauert 0 Tage und diese Vorgänge hier verknüpfe ich miteinander. Hier nehme ich die Verknüpfung wieder raus. Augenblick, Sie sehen, Microsoft Project ist ganz einfach. Und so, jetzt haben wir den Versuchsaufbau schon mal groß fertig. Jetzt mache ich noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Ich hole mir noch mal den Projektsammelvorgang dazu und die Gliederungsnummern. So, ich habe hier einen Teilprojektplan erstellt für einen bestimmten Bereich des Projektes. Den speichere ich jetzt mal kurz lokal hier in diesem Ordner ab. Ich nenne den jetzt einfach mal PPM, nee, MPP, Multiprojekt und dahinter TP1 für Teilprojekt 1. Das speichere ich jetzt hier. Und jetzt mache ich noch was. Jetzt drücke ich einfach nochmal Speichern unter, speichere das gleiche Projekt nochmal als Teilprojekt 2. Und wenn ich jetzt mal nachgucke, dann sehe ich hier bereits zwei Teilprojekte und weil es so schön ist, hole ich mir gleich noch ein drittes mit dazu. So, und diese Teilprojekte, die ich jetzt hier an der Stelle habe, die möchte ich natürlich jetzt irgendwo verbinden in einem Multiprojekt. Und die Vorgehensweise hier ist denkbar einfach. Das heißt, ich hole mir ein neues Projekt, einen neuen leeren Projektplan. Den habe ich jetzt hier stehen. Da habe ich die Darstellung. So, und jetzt möchte ich diese Teilprojektpläne gerne in diesen Multiprojekt einfügen, in dieses Multiprojekt einfügen, was ja im Prinzip nichts anderes ist als ein normaler Projektplan. Ich wechsle hier auf den Reiter Projekt. Und hier taucht bereits ein Punkt Unterprojekt auf. Hier gibt es auch einen Punkt Verknüpfung zwischen Projekten, aber der macht im Moment noch keinen Sinn. Ich muss hier erstmal Unterprojekte einfügen. Und das ist dieser Dialog, den ich jetzt hierfür bekommen habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal raufschaue, dann sehe ich hier dieses eine, zweite, dritte Teilprojekt. Ich habe hier einen Punkt mit Projekt verknüpfen. Das ist hier jetzt an der Stelle auch wichtig, weil die Änderungen, die sich in den Teilprojekten ergeben, natürlich auch in dem Hauptprojekt angezeigt werden sollen. Das heißt, die drei Projekte habe ich hier ausgewählt und ich füge das Ganze jetzt hier ein und fertig ist das Hauptprojekt oder das Multiprojekt. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie wir mit den nächsten 15 Minuten klarkommen, wo dieses Multiprojekt jetzt fertig ist. Naja, es gibt noch ein, zwei weitere Dinge hier zu berücksichtigen. Ich klappe erstmal die Teilprojekte auf und kann jetzt hier sehr schön sehen, dass ich hier die Zeilennummer habe für den Teilprojektplan, für den Projektstatus. Ich sehe jetzt hier diese ganzen Projekte in der Darstellung. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich öffne jetzt mal die anderen Projekte wieder, weil die sich geschlossen haben. Das TP3 ist noch geöffnet, aber die anderen TP1, TP2 sind nicht geöffnet. Ich öffne mal das TP1 noch und ich öffne nochmal das TP2, gehe jetzt mal auf den Reiter Ansicht und versuche die jetzt mal übereinander darzustellen. Ja, das ist jetzt ein bisschen, Augenblick, ein Fenster habe ich zu viel. Das kann ich mal schließen. Ich gehe nochmal hier auf Fenster anordnen. Und jetzt habe ich hier die Anordnung dieser Projekte, dieses Projekt 3, welches ja mein Multiprojekt ist, das speichere ich jetzt nochmal hier als MPP, Multiprojektmanagement und Projektplan. So, jetzt möchte ich hier noch ein bisschen Ordnung haben. Das sieht mir jetzt ein bisschen unordentlich aus. Das Hauptprojekt soll auf der linken Seite stehen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich klicke das einmal an und gehe nochmal auf Fenster anordnen. Dann springt das automatisch nach links. Das ist eine etwas schräge Geschichte, aber wenn ich mehrere Fenster anordnen will, dann kann ich sie in der Reihenfolge, wie ich sie angeordnet habe, einmal jeweils anklicken. Klicke hier rein, klicke da rein, klicke da rein, klicke da rein. Gehe dann hier oben auf den Befehl alles anordnen und ja, dann werden die Fenster so angeordnet und das Ganze passt. Das habe ich mal an einem regnerischen Abend festgestellt, dieses kleine Feature.
So, jetzt sehe ich hier diese Zusammenfassung und wenn ich jetzt mal hier in dem Projektplan Teilprojekt 1 die Dauer des Vorgangs Konzeption von 5 Tage auf 10 Tage verlängere, dann können Sie sehen, dass hier die Dauer des Vorgangs sich geändert hat. Ich mache das mal rückgängig. 18 Tage, ich stelle es wieder her und wieder 23 Tage. Das Ganze wirkt also hier durch. Das heißt, die Verknüpfung ist da. Was mich jetzt hier ein bisschen stört, das ist unschön, das muss ich nochmal anders anordnen, ist die Reihenfolge der Projekte. Ich möchte natürlich das TP1 oben haben. Schiebe ich einfach mit der Maus nach oben. Dann kommt das Zweier dazwischen. Dann habe ich hier auch meine Aufteilung auf die Art und Weise und habe jetzt hier den Nachweis erbracht, dass diese Vorgänge alle miteinander verknüpft sind. Jetzt mache ich nochmal eine Sache, das empfiehlt sich im Multiprojektmanagement auch, dass ich hier die Projekte mit einem Basisplan versehe. Das steht einfach dafür, dass ich hier bei diesen Projekten die Änderung sehen möchte, was sich in den Projekten jeweils ergeben hat. Das heißt, ich öffne mal kurz das TP1 in voller Größe. Was ist ein Basisplan? Ein Basisplan ist die Möglichkeit, das Soll eines Projektes zu speichern, also das, was ich hier in meinem Plan habe, was auch noch gar nicht ganz fertig verknüpft ist, wie ich gerade feststelle, das, was ich hier in meinem Projekt habe, das ist das Berechnete. Das heißt, wenn ich hier irgendwelche Werte ändere, ich tue es mal kurz von 5 Tagen auf 6 Tagen, dann hat das Auswirkungen auf den restlichen Plan. Aber ich sehe im Nachhinein nicht mehr genau, was hat sich jetzt hier wirklich verändert, was hat sich nicht verändert. Was ist gleich geblieben. Ich kann in Microsoft Project einen Basisplan anzeigen lassen über das Registerformat. Da gibt es einen Punkt, zeige mir einen Basisplan an. Ich sehe jetzt nur keinen Basisplan, ich habe nämlich noch gar keinen gespeichert. Ich speichere jetzt mal einen Basisplan über den Reiter Projekt, Basisplan festlegen und speichere einen Basisplan für mein Projekt, für das gesamte Projekt. Es werden gespeichert in weitere Felder die Werte Anfang, Ende, Dauer, Arbeit und Kosten in die Felder geplanter Anfang, geplantes Ende, geplante Dauer, geplante, bin ich durcheinander gekommen, geplanter Anfang, geplantes Ende, geplante Dauer, geplante Arbeit, geplante Kosten. So, das tue ich mal. Und jetzt können Sie sehen, jetzt tauchen hier unter diese grauen Balken auf. Das Gleiche mache ich jetzt mal in dem nächsten Projektplan und zwar in dem Augenblick, auch hier die, mache ich es kurz mit der Hand, das geht besser, die Verknüpfung herstellen. Das mache ich jetzt hier in dem TP2-Projekt, auch hier speichere ich den Basisplan, Basisplan festlegen, das bestätige ich, das ist fertig. Hier lasse ich mir den Basisplan ebenfalls anzeigen. So, und das Ganze mache ich jetzt noch in dem dritten Teilprojekt, auch da gehe ich rein, lasse den Basisplan anzeigen, muss ihn natürlich auch speichern und gehe jetzt hier auf Basisplan festlegen. So, das sollte der erste große Teil des Versuchsaufbaus sein. Das heißt, ich gehe jetzt wiederum in die nächste Darstellung, in das Multiprojekt rein und sehe jetzt hier die Teilprojekte, klappe sie auf, klappe sie weiter auf und lasse mir auch hier in dieser Darstellung den Basisplan anzeigen. So, das ist der Versuchsaufbau, den ich jetzt hier soweit erstellt habe. Und jetzt kann ich Folgendes tun, jetzt kann ich diese Projekte, Augenblick, da ist wieder einer durchgerutscht, den möchte ich doch gerne hier auch verknüpfen, das mache ich mal ganz kurz, den verknüpfe ich mit dem Vorgang 3. So, jetzt ist der Versuch fertig. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist, ich möchte diese Teilprojekte miteinander verknüpfen. Das heißt, ich möchte das als ganzes Projekt begreifen. Ich zeige mir dafür extra nochmal den Projektsammelvorgang über allem an. Da steht jetzt hier oben, MPP, Hauptprojektplan. Und ich möchte jetzt hier die Vorgänge zwischen den einzelnen die Vorgänge zwischen den einzelnen Projekten verknüpfen. Ich sage mir zum Beispiel, dass das Modul 1 aus dem TP1 doch verknüpft werden könnte mit dem Modul 1 aus dem TP2. Die passen irgendwo zusammen, die können nacheinander abgeleistet werden. Und ich mache jetzt einfach Folgendes. In dieser Multiprojektdarstellung, in der die Teilprojekte eingefügt sind, ziehe ich jetzt mit der Maus einfach von diesem Teilprojekt auf das nächste Projekt hier runter und lasse los und habe eine Verknüpfung zwischen Projekten hergestellt. Das Ganze wird einmal mit der Verknüpfungslinie dargestellt. Es wird aber auch dargestellt, wenn ich das mal hier aufklappe, hier in der Zeile, wo der komplette Pfad aufgezeigt wird. Würde ich jetzt mit einem Microsoft Project Server arbeiten, würde ich hier nicht diesen Pfad haben, sondern den Pfad,
der entsprechend den Verweis im Microsoft Project Server anzeigt. Gut, das sieht jetzt alles aus wie schöne neue Welt und dann kommen halt auch Kunden auf uns zu und sagen, wunderbar, wir haben jetzt hier einen Schiffssektionsbau mit ca. 5000 Vorgängen. Wir hätten jetzt hier gerne 35 Teilprojekte, das Ganze noch auf 5 Ebenen geschachtelt. Und die Teilprojekte sollten jeweils ca. 100, 200 Vorgänge enthalten und wir würden hier gerne mit 20 bis 25 Teilprojektleitern arbeiten. Dann können wir als Berater darauf antworten, das ist alles kein Problem, wenn das Microsoft Project alleine machen würde. Das Problem sind hier, so wie vorhin schon angemerkt, die Anwender. Das heißt, ich muss wirklich, wenn ich so komplexe Konstrukte aufbaue, doch sehr diszipliniert auf die Organisation achten. Das heißt, ich muss zu Beginn, wenn ich so ein Multiprojekt anlege, ganz klar regeln, wer tut was wann, wer hat welche Rechte, was darf wo wie verändert werden, was wird bei welcher Änderung für einen Anwendungsfall durchgeführt. Das heißt, wo kommuniziere ich mit wem. Das sind ganz, ganz wichtige Regeln. Stellen wir uns einfach nur an der Stelle die Situation vor, dass der Kollege, der den Teilprojektplan TP2 bearbeitet, noch nicht ganz ausgeschlafen ist und ich in dem Teilprojekt 1 als Teilprojektleiter 1 Änderungen vornehme, dann kriegt der Teilprojektleiter 2, wenn er seinen Projektplan aufmacht, einen gehörigen Schreck, weil sich sein Projektplan verschoben hat. So, und das ist genau der Punkt, was ich jetzt gerne mal zeigen möchte. Das heißt, ich werde jetzt mal diese Änderung zwar so stehen lassen, diese Verknüpfung, aber ich wechsle mal in den Plan TP2 nochmal rein. Sie können hier in dem Teilprojektplan 2 jetzt sehr schön sehen, dass hier ein weiterer Vorgang Modul 1 angezeigt wird, und zwar in grau und der Balken ist auch grau. Das heißt, hier wird der externe Vorgang angezeigt. Das finde ich schon mal ganz hilfreich. Das ist jetzt hier ein Nebeneffekt. Aber was ich jetzt mal ganz kurz machen möchte, ist, ich speichere hier nochmal den Basisplan. Basisplan festlegen. Ich überschreibe jetzt einfach die Werte, die ich bereits hatte. Jetzt sieht der Plan erstmal so schön aus. Ich habe einen externen Vorgang. Das passt alles für mich. Und ich schließe jetzt hier diesen Teilprojektplan. Ich schließe jetzt auch mal noch, den kann ich ja hier auflassen, den brauche ich nicht, den TP3 lasse ich mal hier geöffnet. Ich gehe jetzt mal weiter hier in meinen TP1 Plan. Ich schließe noch mal kurz das Multiprojekt, das speichere ich. Bei Multiprojekten kommen sehr aufwendige Dialoge zum Speichern. Erst über das Multiprojekt fragt er natürlich, ob ich die übergeordneten Änderungen hier auch in dem Hauptprojekt oder dem Multiprojekt berücksichtigen möchte. Ja, das möchte ich tun. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt noch 2 Projekte offen, einmal das TP3 und das TP1. Und die Situation ist jetzt genau wie eben beschrieben. Ich bin jetzt hier ein bisschen früher im Büro. Ich bin in meinem Teilprojekt 1 vom Multiprojekt und ich erfahre gerade, dass ich für das Modul 1 länger brauche. Und zwar statt 5 Tagen brauche ich 10 Tage oder dann sagen wir mal 7 Tage. Das hat Auswirkungen auf das nachfolgende Teilprojekt. Auch hier wird ein externer Vorgang angezeigt und zwar der externe Vorgang aus dem Teilprojekt 2, was ich jetzt hier auch sehen kann. Vorgang Modul 1 und dann MVP TP2. So, ich ändere jetzt hier von 5 auf 7 Tage. Das gebe ich jetzt hier ein, bestätige das Ganze, freue mich, kann jetzt hier die Verschiebung, die Auswirkungen auch in meinem Projekt sehen und kann leider jetzt nicht direkt sehen, dass sich auch bei dem nachfolgenden Projekt etwas verschiebt. Aber egal, also diese Information bekomme ich und ich speichere jetzt meinen Projektplan und schließe meinen Projektplan. Gehe in die Frühstückspause. Jetzt bin ich der nächste Kollege, der das Projekt, das Teilprojekt TP2 öffnen möchte. Ich gehe hier auf den Öffnen-Dialog und hier im Öffnen-Dialog gehe ich jetzt auf TP2, klicke hier drauf und jetzt kommt die Dialogbox. Und diese Dialogbox kann man nur sagen, ich habe früher lange Jahre geschult, da hört immer das Verständnis auf. Das heißt, keiner versteht wirklich genau, was diese Dialogbox eigentlich mir sagen möchte. Ich würde mal so sagen, ich habe auf jeden Fall ein Problem. Das heißt, ich kann hier sehen, dass es hier 2 Vorgänge gibt, Modul 1 und es gibt den Vorgang Modul 1. Das Schöne hierbei ist, dass die Vorgänge gleich benannt sind. Das heißt, ich kann jetzt hier auf die Art und Weise nicht einfach feststellen, aus welchem Teilprojekt jetzt diese Veränderung kommt. Das Ganze ist also hier eher etwas unbefriedigend. Ich kann aber sehen, dass hier das Vorgangsende geändert wurde auf 17.09.13. Also was lerne ich hier draus? Ich lerne daraus, dass Vorgänge, die zwischen verschiedenen Projekten benannt sind, dass die durchaus oder verknüpft sind, dass die klar benannt werden muss, dass man sie einfach erkennt. Ich habe die Möglichkeit jetzt hier diese Verknüpfung anzuklicken. Ich kann jetzt hier diese Verknüpfung annehmen, diese Änderung annehmen, dann wird das Ganze akzeptiert. Ich kann alle annehmen, ich kann die Verknüpfung löschen und wenn ich hier auf Schließen gehe, dann wird die Verknüpfung eh akzeptiert. Das heißt,
annehmen und schließen ist hier an der Stelle das gleiche. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich nehme das Ganze an, schließe das Ganze und habe jetzt den Salat. Das heißt, ich kann hier sehr schön sehen, jetzt ab Project 2010, hier werden die Veränderungen angezeigt, was ist in den Zellen neu berechnet worden, kann jetzt hier sehen, dass der externe Vorgänger jetzt in meinem Projekt alles durcheinander schmeißt. Das heißt, das ist die Herausforderung im Multiprojektmanagement. Man kann damit relativ gut arbeiten, wenn man sich einfach über das bewusst ist, was man hier verknüpft ist und wenn man sich hier bewusst ist über die Auswirkung des Ganzen. So, ja, das ist dieser entscheidende Punkt. Ich könnte das jetzt zurückmachen, will ich aber nicht. Ich gehe jetzt mal in den eigentlichen Hauptprojektplan, den öffne ich jetzt wieder in den MPP-Hauptprojektplan, den ich hier habe, kann jetzt hier auch diese übergreifenden Änderungen zwischen diesen Teilen sehen. Was kann man denn empfehlen, um hier ein bisschen mehr Übersicht zu haben? Also, Verknüpfung zwischen Vorgängen halte ich persönlich immer für kritisch. Was ich für sinnvoller erachte, ist, wenn man hier Verknüpfungen zwischen bestimmten Meilensteinen durchführt. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel in meinen Teilprojekt hier mal einen Vorgang einfügen. Das mache ich mal. Ich gehe mal in mein Teilprojekt ein, hole mir einen neuen Vorgang. Ich nenne ihn jetzt einfach mal ganz bildlich Connector TP1. Diesen Vorgang setze ich hier rein. Dieser Vorgang hat eine Dauer von 0 Tagen. Dieser Vorgang muss noch auf automatisch Plan gesetzt werden. Da steht dieser Vorgang. Und diesen Vorgang, den habe ich jetzt nicht wirklich verknüpft. Das heißt, falls sich dieser Vorgang verschieben sollte, wird dieser Vorgang, hat das keine Auswirkung auf Teilvorgänge. Das heißt, das ist für mich nur ein Marker, dass hier ein externes Projekt, dass hier ein Vorgang aus einem externen Projekt mit meinem Projekt verknüpft ist. Das heißt, die Verknüpfung muss ich natürlich noch aufbauen. Und ich mache jetzt noch eine kleine Sache, damit ich die Veränderung bei diesem Vorgang auch ganz klar sehen kann. Ich gehe hier mal mit einem Doppelklick auf den Vorgang, Informationen zum Vorgang, in das Register erweitert und hole mir hier mal einen Stichtag dazu. Und als Stichtag, jetzt muss ich mal kurz schauen, als Stichtag nehme ich mal ganz bewusst den, nehme ich mal ganz bewusst den 6.9. Jetzt habe ich hier so ein Stichtagssymbol und jetzt passiert Folgendes. Wenn jetzt muss ich mal ins Teilprojekt wechseln, muss den Versuchsaufbau mal wieder herstellen. Jetzt habe ich hier diesen Vorgang sichtbar und jetzt verknüpfe ich mal, ich nehme jetzt mal diesen Vorgang aus dem Teilprojekt mit diesem Vorgang. Jetzt habe ich hier diese Verknüpfung aufgebaut. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 6 Tage den Vorgang Planung reingebe, dann verschieben sich hier Dinge in meinem Projekt. Jetzt habe ich doch mehr Verknüpfungsauswirkungen. Klar, da ist dann eine weitere Verknüpfung. Ich nehme die mal kurz einmal weg. Wenn ich jetzt hier diesen Vorgang Planung auf 6 Tage verlängere, dann verschiebt sich nur dieser Meilenstein, mehr nicht. Das heißt, ich sehe hier, ich habe ein Problem, es verschiebt sich und da ich eine Stichtagsfunktion draufgesetzt habe, wird mir das Ganze hier auch auf der linken Seite angezeigt. Das ist eine Möglichkeit, um Multiprojekte ein bisschen zu verschärfen, wenn man hier Vorgänge verknüpft zwischen den einzelnen Projekten, damit ich das Ganze einfach besser nachvollziehen kann. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man hier mit berücksichtigen sollte. So, und jetzt würde ich ganz gerne noch eine Sache zeigen, die nicht so direkt was mit dem Multiprojektmanagement zu tun hat, aber nicht uninteressant ist. Ich habe die Möglichkeit hier Vorgänge auch anders zu verknüpfen als hier dargestellt. Das will ich mal ganz kurz tun. Ich füge hier mal eine Leerzeile in diesem Teilprojekt ein. Ich setze jetzt hier mal einen Vorgang rein, den nenne ich Modul X. Dieser Vorgang Modul X ist automatisch geplant, hat eine Dauer von 4 Tagen, da steht er. Und diesen Vorgang, den markiere ich mal mit der kompletten Zeile. Das heißt, ich habe hier auf den Zeilenkopf geklickt. Was das soll, zeige ich gleich. Ich drücke hier STRG-C, jetzt ist er in der Zwischenablage. Ich gehe in das Teilprojekt 2 rein und ich mache mir jetzt einfach mal von der Ordnung her eine Leerzeile. Und in diese Leerzeile, da füge ich jetzt den Teilprojektvorgang ein, allerdings nicht über Einfügen, sondern über Inhalte einfügen. Das ist ganz wichtig. Den füge ich mir jetzt hier nämlich als Verknüpfung mit Textdaten ein. Ich bestätige das und jetzt ist dieser Vorgang hier eingefügt. Jetzt hat eine Sache leider nicht geklappt. Das ist ein Vorführeffekt. Eigentlich würde das Ganze jetzt noch zusätzlich angezeigt werden mit kleinen Xen. Aber wenn sich dieser Vorgang hier oben verändert, das sollte wenigstens funktionieren, dann hat das Auswirkungen, da konnte man sehen, ich mache es nochmal rückgängig, stelle es nochmal her, dann hat das Ganze Auswirkungen auf den
Vorgang, auf den verknüpften Vorgang in einem anderen Projekt. So, das ist also noch eine zweite Möglichkeit, wie man grundsätzlich in Multiprojekten Vorgänge miteinander verknüpfen kann. Ich fasse einfach mal zusammen. Der Versuchsaufbau war relativ überschaubar. Ich habe ein Teilprojekt aufgebaut, ich habe mir mehrere Teilprojekte aufgebaut. Ich gehe mal kurz hier in diese Darstellung, da kann man es ein bisschen besser sehen, was ich mir erstellt habe. Ich habe einen Hauptprojektplan, ich habe ein TP1, ein TP2, ein TP3. Diese Projekte habe ich in einen leeren Plan eingefügt. Und dieses Einfügen, das war denkbar einfach über den Reiter Projekt und hier über den Punkt Unterprojekt. Das heißt, ich habe über Unterprojekt hier die Teilprojekte eingefügt, habe auf die Verknüpfung geachtet und habe das Ganze dann so gespeichert. Ich kann Verknüpfungen zwischen diesen Teilprojekten vornehmen, das Ganze einfach per Drag and Drop, aber man sollte hier relativ vorsichtig sein mit den Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Vielleicht sollte man hier nicht verknüpfte Vorgänge oder besser gesagt, man sollte hier nicht Vorgänger oder Vorgänger aus externen Projekten mit Nachfolgern in Nachfolgeprojekten verknüpfen, die dort wiederum Nachfolger haben, weil sie auf die Art und Weise die Auswirkungen hier halt etwas drastischer auswirken. Das heißt, ich merke teilweise nicht, was wirklich passiert, aber in meinem Projekt ergeben sich große Verschiebungen. Eine bessere Variante ist es möglicherweise, indem man hier einfach solche Informationsmeilensteine setzt. Und wenn sich in meinem Teilprojekt 1 etwas verschiebt, dann sollte ich möglicherweise dann den weiteren Teilprojektleiter darüber informieren, dass sich die Änderung ergeben hat und sollte dann gemeinsam mit denen diese Änderung auch diskutieren. Das ist genau der Punkt zum Thema Diskussion, Organisation, Disziplin hier in den Teilprojekten, dann kann man damit durchaus erfolgreich arbeiten. Und wir haben in der Tat Kunden, die mit recht umfangreichen Projekten arbeiten, in der Kraftwerksrevision, im Maschinenbau, im Schiffsbau, aber auch in vielen anderen Branchen, die diese Multiprojektmanagementfunktion nutzen, allerdings halt dann mit einem gewissen Respekt. Was ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht zeigen kann, das ist das Thema Ressourcenmanagement. Ich möchte es nur ganz kurz ansprechen. Wenn ich den Projektplan hier auf einem Microsoft Project Server gespeichert hätte, dann könnten alle Projektpläne mit den gleichen Ressourcen vom Server verbunden werden. Und ich habe dann auch die Möglichkeit, hier ein Ressourcenmanagement übergreifend zu nutzen und könnte dann auch hier mit einer, vielleicht kennen Sie die, mit einer Funktion arbeiten zum Kapazitätsabgleich, dass ich hier Ressourcenüberlastung über mehrere Projekte hinweg prüfe und mir hier verschiedene Szenarien aufzeigen lassen kann. Das sind nette Hilfsmittel, die werden wir dann möglicherweise in einem weiteren Webcast einfach mal vorstellen. Das heißt, Multiprojektmanagement ist durchaus ein ganz interessanter Faktor für projektübergreifende Abgleiche von Ressourcenüberlastung. So, das war der Teil der Live-Demo, was wir in 30 Minuten hinbekommen haben. Wie schon erwähnt, können Sie das Ganze nachlesen, Seite 314, da steht es im Buch drin. Wir wünschen natürlich viel Spaß mit Microsoft Project 2010 und mit Microsoft Project 2013 mit dem Multiprojektmanagement. Was können die nächsten Schritte sein? Wir bieten weitere Webcasts natürlich an. Wir haben eine Webcast-Reihe. Sie finden das auch bei uns auf der Homepage. Manche Webcasts werden auch wiederholt. Wenn Sie konkretere Fragen haben und sich für das Thema Microsoft Project Multiprojektmanagement interessieren, können wir gerne einen individuellen Webcast für Sie durchführen. Wenn das Ganze bei Ihnen konkreter werden sollte, das heißt, wenn Sie sehr konkrete Interessen haben und vielleicht auch ein bisschen an der Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann machen wir gerne bei Ihnen auch eine Vor-Ort-Präsentation nach kundenindividuellen Anforderungen, würden uns dann über diesen Thema unterhalten. Was man vielleicht hier auch noch erwähnen kann, es gibt erweiterte Lösungen für Multiprojektmanagement, mit denen ich hier gerade sehr komplexe Projektorganisationen besser steuern kann, mit denen ich sehr komplexe Multiprojekte besser steuern kann. Was wir Ihnen hier gezeigt haben, das ist nur der Standard, aber es gibt weitere Add-ons für Microsoft Project, mit denen man das noch optimieren kann. Sie können sich gerne auch für weitere Informationen für unseren Newsletter anmelden, der regelmäßig erscheint. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Wir danken für Ihr Interesse an dem Thema Multiprojektmanagement. Hoffen, dass Sie so lange durchgehalten haben und für direkte Fragen können Sie gerne auch nochmal mich direkt ansprechen unter j.rosenstock@solven.com.